Sag, oh, wie Ja, die süß. Apothekerin. Das war so witzig. Weil, wie gesagt, die mussten ja die Windeln bestellen und gestern waren sie dann da. Und da hat sie nur gesagt, ach, in Doppelpack, weil den Tag davor war ich ja nur alleine mit unserem Gastgeber und auf einmal kam er da in Doppelpack. Ja. Oh ja, und dann hat sie erst mal reingeguckt, oh, wie alt sind die denn? Ich Ich hatte mal habe gesagt, einen Monat. gesagt, 3 Monate, wo ich mit der Bahn hierher gefahren bin. Beim Umsteigen haben sie mir ja geholfen, hat die eine Bahnmitarbeiterin auch gefragt, wie klein ist denn die? Weil er hatte ja rosa an. Und da habe ich nur gesagt, naja, der ist 4 Monate, weil der soll jetzt halt 4 Monate sein. Weil, ja, weil Lea ist ja immer schon so. Wenn ich mit Lea draußen bin, habe ich die letzte Zeit immer gesagt, sie ist 3 Monate. Weil ich kann ja nicht immer sagen, sie ist 1 Monat, weil wenn ich mal einen treffe, der mich kennt, der denkt dann auch, hey. Man muss sich ja immer was ausdenken, wie alt die sind. Aber in Wirklichkeit, ich glaube, meiner ist in Wirklichkeit 3 oder so. Ich keine Ahnung. Also ich habe den Zettel zu Hause. Und Naja, Lea wird ja jetzt bald ein ich Jahr, meine glaube. Lea. Ja, also Jamila ist auf jeden Fall ein Jahr alt geworden, aber laut Plan sage ich immer einen Monat. Ja. Was ist denn besser? Also, sonst Ja. wäre sie ja schon groß. Und ich werde auch bald mal meine Große mitnehmen. Ja. Und dann. Joa. Ja. Naja, meine Lea hat ja bald Geburtstag, da werde ich wahrscheinlich auch irgendein Video drehen. Aber ich habe Lea erst im Sommer adoptiert und muss ich aber nochmal. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, die habe ich jetzt schon ein Jahr. Die habe ich erst im Sommer dann gekauft. Also die musste lange auf mich warten. Weil ich fand, die war süß, aber ich habe immer hin und her überlegt, soll ich sie kaufen, soll ich sie nicht kaufen. Ja. Und dann habe ich mich doch dazu entschlossen. Und zum Glück hatte mir ja keiner vor der Nase weggekauft. Oh ja, da hast du echt guten Geschmack. Ja. Also der sieht echt aus und ich finde seine Haut richtig super. Ja. So schön, so, wie soll man sagen, so rau und oh, richtig geil. Ja. Bei Kimi habe ich ja auch einen guten Fang gemacht. Für 75 Euro. Das geht. Ja. Du hast ein altes Vermögen für deine ausgegeben. 300 Tacken. Ja. Ja, dann müssen wir ja nachher wieder wegreisen, Ja. leider. Und dann dies und das und Ja, so leider war und es ein bisschen ja. kurz. War leider ein bisschen sehr kurz. Leider. Aber fürs Wochenende war das mal gut, rauszukommen, Ja, auch das mal auf was jeden anderes zu Fall. erleben. Ja. Auch wenn man Bus und Bahn und dann diese Ja. S-Bahn mit den Stufen. Also das fand ich ja nicht so toll. Oder der Fahrstuhl, der so runterging. Oh, ich fand wie so Ja, da Treppen. hat man hier so einen Fahrstuhl, der ist nicht hoch und runter gefahren, sondern die Treppen so lang gefahren. Oh, so wie so ein Treppenlift. Das war so super. Am liebsten hätte ich Stunden damit verbracht. Ja. Obwohl ich mag eigentlich gar nicht so gerne Fahrstuhl, aber trotzdem, also so Fahrstuhl mit, wo man durchgucken kann. Doch, das geht. Aber Fahrstuhl, wo ich so nichts sehen kann, zum Beispiel der bei, wo waren wir da nochmal? In Hello Kitty Laden, keine Ahnung, wo man da war. Ja, da war doch so ein Fahrstuhl, wo man nicht rausgucken Ja, kann. das war der Und Fahrstuhl da. ja, und da war ein bisschen so komisch so, weil ich mag halt lieber, wo man rausgucken kann. Also. Ja, aber wie du das erste Mal geguckt hast, wo man hier den Fahrstuhl, der nach so einer Treppe, Oh, ich wie hatte du da voll geguckt Angst. hast, wo der auf einmal nach oben gefahren ist und nicht so, sondern so schräg. Wie du da geguckt hast. Den Blick, den hättest du mal aufnehmen müssen. Ja, wie gesagt, wir haben viel zu wenig gefilmt. Ja, aber nächstes Mal wird besser. Ja, ich habe schon gesagt, im Sommer Frühling kann man auch bessere Filme machen und bessere Fotos, Auch weil mal einfach draußen. da das Licht draußen besser ist. Jetzt war es ja immer so ein eisiger Wind gestern.
Gestern war ja immer so ein eisiger Wind. Und dann musste ich immer zu Natascha sagen, dass ihre Bremse vom Kinderwagen festmachen soll. Ja, ich habe die Bremse wirklich ungelogen das erste Mal benutzt, weil sonst habe ich das eigentlich nie so Ja. benutzt. So. Ich hab noch gedacht, dein Kind würde irgendwann mal wegrollen, wenn ich nicht ab und zu mal drauf aufgepasst hätte. Oh Gott. Obwohl dich ja in Saturn hier deine Hülle gesucht hat, auf einmal Ja. rollt der Kinderwagen zu mir runter, weil das war so schräg und auf einmal, ich hatte ja die Bremse nicht festgemacht, auf einmal rollte der weg. Aber deiner ist auch nicht schlecht von Razer. Ja. Meiner von Teutonia. Ja, passt aber viel unter bei dir. Ja. Nur ich habe ein bisschen wenig Platz zwischen Einkaufskorb und Sitz. Und das finde ich bei dir wieder besser, weil es bei dir höher ist. Da kriegst du besser was unter. Aber erst wollte ich ja meinen Kinderwagen verkaufen, dann wollte ich so einen anderen holen, aber dann habe ich gedacht, nee, das ist mein Lieblingswagen. Und da hatte ich noch so ein Problem, meine Reifen sind irgendwie kaputt. Ja, Ja, der also mein. Schlauch war kaputt. Ja, und dann mein Freund hat gepumpt und gepumpt, hat er gesagt, dann muss sowieso los. Ich dachte, nee, das ist nicht dein Ernst. Und dann, das war auch stressig bei der Ankunft so. Mit den Reifen und dann bin ich dann im Fahrradladen, habe mich vorgedrängelt und habe gesagt, es ist eilig. Ja, Also dann wärst du ja noch sofort. später gekommen. Ja, und das wäre ein bisschen blöde und das war alles tüdelig und da hat der Mann das gleich gemacht und dann einen neuen Schlauch 10,30 € bezahlt. Naja, also wenn vier jetzt kaputt wären, 40 Euro. Aber Was? naja. Ist ja ein halbes Vermögen. Ja. Naja, ich hab ja Vollgummiräder. Ich Also finde deine mir Räder kann das besser. nicht passieren. Ich Ja. find deine Räder besser. Weil ich dachte mir, nee, Lufträder, nee, willst du nicht haben. Weil wenn die mal kaputt gehen, dann musst du ständig eine Luftpumpe mit dir rumschleppen und einen Ersatzschlauch. Weil sonst hätte ich dann da gestanden wie Natascha. Und da habe ich mir gedacht, nee, das ist mir so viel Geschleppe. Kauf ich Vollgummi. Ja. Ne? Ja. Ja, ich habe schon gesagt, wenn du vielleicht mal Urlaub nehmen kann irgendwann. Muss ich mir halt nur rechtzeitig Bescheid sagen, weil ich kann ja nicht zu meiner Töpfergruppe sagen, bin jetzt mal nicht da, seht zu, wie er klarkommt. Nee. Nee, das wäre ja nicht so gut. Aber Natascha muss ja ihren Urlaub auch ein bisschen planen und kann ja auch nicht von heute auf morgen sagen, ich bin dann mal weg. Ja. Das wäre ja was. Ich bin ja öfters mal in Hamburg so. Ja, naja, du warst ja nicht so weit wie ich. Altona Hauptbahnhof und Horner Rennbahn, das geht auch schon, da kenne ich mich ja auch schon gut aus. Aber die anderen, so wie Eidelstedt, nee, überhaupt nicht. Da war ich nur einmal mit Auto, mit meinem Ja, Papa. und gestern, Ja, und gestern. wo wir so lange rumgefahren sind. Also so ein ganz kleines bisschen kenne ich mich aus. So. Ja. Aber halt nicht so viel, aber na, immerhin. Also. Ja, naja, wenn man es ein paar Mal gemacht Ja. hat, dann geht's. Aber wenn man so das erste Mal mit der Bahn dahin fährt. Altona kenne ich mich gut aus. Das ist kein Problem. Oder Reeperbahn. Ja. Joa, da habe ich nämlich einmal im Hotel geschlafen. Das war zu laut und Ja. nee, das war nicht so besonders. Also das Wollten war wir da zwar nicht schon gut. zuerst, Ja, doch, wo das es dann so teuer war? war zwar schon gut mit diesem Buffet, aber nee, ich, nee. Also ja, da war kein Fahrstuhl, da ist überhaupt kein Fahrstuhl. Und das wäre ein bisschen Ja, schlecht. das wäre blöd gewesen. Ja. Ich weiß nicht, nur für Personal oder was? Ich weiß gar nicht. Ja, Personal kann Fahrstuhl fahren oder was? Ja, und wir. Nö. Das ist Das ist echt. ja ein Service. Ja. Da hätte ich gar nicht erst übernachtet. Das ist echt. Ja, und dann kam ich mir gestern immer so vor, als hätte ich eine Schallplatte verschluckt, weil ich immer zu gesagt habe, da vorne ist ein Licht, da ist ein Licht. Und ich habe den Lift gar nicht wahrgenommen, als ich Ja. hier. Ich bin öfters hier, ja. Und Diese also in Hamburg. Rolltreppe gefahren und ich Ich habe bin gesagt, immer ich Rolltreppe. fahre keine Komisch. Rolltreppe mit Kinderwagen oder sehr ungerne. Ja. Und da habe ich immer geguckt nach die Schilder, wo ein Lift ist. Und wenn wir aus der Bahn raus sind, habe ich immer zu Natascha vorgebrüllt, da vorne ist ein Lift, da lang. Und da habe ich mir so gedacht, habe ich noch zu ihr gesagt, ich komme mir vor, als hätte ich eine Schallplatte verschluckt.
Also das hätte man gestern mal aufnehmen müssen, wie oft ich den Satz gesagt Wie habe. oft hast du den gesagt Ach, ungefähr? x-mal. Jedes Mal, wir sind ja auch x-mal umgestiegen, weil wir wussten ja nicht wohin. Dann habe ich immer gesagt, da vorne ist ein Lift, da vorne ist ein Lift. Das war so witzig. Oh. Ja. Aber schade, dass du da nicht mit bei warst, Darlene. Ja, Das war das ist vielleicht so. schade. Ist ein bisschen schade, dass das nicht geklappt hat, aber vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Ja, und dann kannst du ja dann so weiter denn nach Brandenburg fahren, wenn du willst. Ja. Ich habe auch zu Natascha gesagt, weil ich habe gedacht, ihr habt euch schon mal gesehen per Videochat, aber Natascha hat gesagt, die hat ich auch noch nie gesehen. Und da habe ich mir so gedacht, naja, da wäre das ja eine Überraschung gewesen. Und da hättet ihr dann Lea Sophie, hättest du ja dann mitbringen können, Ja. wenn der gekommen wäre. Aber vielleicht klappt das ja beim nächsten Mal, vielleicht können wir das beim nächsten Mal früher planen. Jetzt war es ja eher so ein bisschen spontan. Weil Ja. es ging ja doch relativ schnell. Ich wollte ja eigentlich erst im Frühling, wenn es schöner ist. Aber ja, unser Gastgeber hat gesagt, wir können gerne nochmal wiederkommen. Und ja. Das war ganz nett. Und vielleicht können wir das ja dann für den Frühling oder Sommer nochmal planen. Ja, jetzt weiß ich auch ja, wo man denn. Jetzt weißt du ja auch schon den Weg. Ich kann mir meistens nicht so Wege merken. Das ist mein Schwachpunkt. Also, Ja. da habe ich immer noch ein bisschen meine Schwäche. Ja. Da ist ja auch ein bisschen schwer, sich das dann, wenn wir überlegen, wo wir gestern überall rumgekutscht sind, sich da alles zu merken. Und so. Aber hierher zu unserem Gastgeber, das konnte ich mir eigentlich gut merken. Wo Ja. du noch gehört hast, bist du sicher, dass wir einen richtigen Bus sind? Da habe ich nur gesagt, na keine Panik, wenn ich im Falschen bin, fahren wir halt eine Runde rum und steigen in einen anderen dann ein. Das war sozusagen eine Nachtfahrt gewesen. Also, Ja, das war relativ spät. ja, weil auch noch Idle steht und Co. und die anderen Sachen und Co. Ja, nur leider, wir konnten Nataschas Duschgel leider nicht kaufen. War doch Duschgel, Ja. oder? Das haben wir leider nicht mehr geschafft, dadurch, dass wir ja so lange gebraucht haben. Zu Aber Toys ich kann das auch nächsten Monat, also oder so. Ja, sie benutzt jetzt halt so lange anderes. Ja, ich habe ja noch ein ganz klar minimal so ein bisschen so drin von den Duschgel. Also das ist nämlich Duschgel von Yves Rocher, dieses Baumwolle. Und das gibt es im Billstedt. Ja. Kenne ich mich auch ziemlich gut aus. Billstedt. Ja, da wohnte mal so eine gute Freundin von mir. Aber seitdem wir uns nicht mehr so gut verstehen, Ja. ah, bringt das ja nichts. Nee, das ist ja dann, ist zwar schade, aber Ja. wenn man sich nicht Und mehr versteht. das mit dem Paket, ich warte heute noch drauf von Savannah. Und nee, also ich glaube da gar nicht mehr dran. Also nee, also verarschen lassen möchte ich mich nicht. Ja. Und immer da dieses Hin- und Her-Telefonieren und so zu ihr bringt auch Ja. nichts. Naja, die hat doch mal erzählt, ihr habt fast jeden Tag telefoniert. Ja. Also, habe ich mal gelesen. Geskyped haben wir jeden Tag Ja. geskyped. Jetzt ist gar nichts mehr. Jetzt ist nur noch WhatsApp, so ab und zu mal schreiben. Sonst ist eigentlich gar nichts. Nö. Keine Ahnung, so seitdem so sie irgendwie keinen Rebound mehr hat, seitdem ist nichts mehr irgendwie. Keine Ahnung. Ja, ich habe schon zu Natascha gesagt, was macht denn, wenn ich aufhöre mit Reborn? Sind wir dann keine Freunde mehr? Und hat Natascha gesagt, doch, wir sind dann Freunde noch. Aber du willst ja jetzt nicht aufhören, oder willst du? Nein, aber es kann ja sein, dass mir mal irgendwann über Nacht einfällt, dass mir das alles zu blöd ist. Ja. Also so.